Servus und willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr oben im Titel schon lesen könnt, gibt es heute mal wieder ein Video in Kombination mit OMSI. Und zwar kann ich euch die ersten Funktionen vom VDV in Verbindung mit OMSI zeigen. Also ich habe jetzt mal begonnen, den ersten Kabelstrang einzuziehen und habe das eben auch entsprechend mit meinen Relais und mit dem Arduino verbunden. Und ja, wie gesagt, ich kann euch das einfach jetzt mal so ein bisschen zeigen. Und dann kann ich euch eben auch nochmal zeigen, was jetzt genau alles autark läuft, was eben nicht und wie ich mir das eigentlich zukünftig auch so noch, vorgestellt habe. Also wer es eben noch nicht mitbekommen hat, ich habe ja einmal die komplette Verkabelung vom VDV rausgerissen, habe dann ins Armaturenbrett einen Originalkabelbaum eingebaut. Der geht dann nach hinten in meine Rückwand. In der Rückwand befindet sich die Originalhauptschalttafel, eben in gewohnter Weise mit die Umsetzer, also Master und Slave. Dann sind da eben auch noch so Sachen verbaut, wie zum Beispiel die ganzen Sicherungsautomaten oder eben auch der Warnblinkgeber beziehungsweise die Kaltstartelektronik, was jetzt zwar für OMSI nicht ganz so wichtig ist, aber es entspricht halt jetzt wirklich in der Rückwand, ja, ich sag mal, einem echten Neoplan. Und der Vorteil an der Originalverkabelung ist halt eben der, dass ich wirklich sehr viel autark laufen lassen kann. Autark bedeutet, dass das Ganze nicht mehr spieleabhängig ist. Also ein paar Funktionen sind natürlich immer noch spieleabhängig, auf die werde ich jetzt auch gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Aber es gibt eben auch Funktionen, die jetzt halt wirklich unabhängig von OMSI funktionieren, wo man dann eben auch, sag ich mal, einfach im Stand benutzen kann, wenn zum Beispiel jetzt mal kein Spiel geöffnet ist und man will sich, sag ich mal, einfach nur das gönnen, dass halt so ein paar Sachen funktionieren. Oder halt eben auch zum Beispiel, wenn man andere Spiele spielt, wie jetzt zum Beispiel The Bus oder Lotus oder eben auch ETS 2 oder sonst was, da kann man das Ganze jetzt eben aktuell auch nutzen. Ja, jetzt ist es aktuell so, ihr seht schon im Hintergrund so, ich habe ein bisschen OMSI mit offen. Das wird halt ein bisschen schwierig, jetzt OMSI und mein Cockpit mit drauf zu kriegen. Aber ich werde das Ganze auf jeden Fall so filmen, dass ihr dann auch seht, dass es funktioniert. Mein VDV ist jetzt aktuell aus. Es ist aktuell auch so, dass das Zündschloss noch nicht mit einem A-Case angeschlossen ist. Das würde noch was ich als letztes mache, weil da muss ich dann von meinem Kabel vom bisherigen eben den Abgriff wegnehmen, dass ich dann quasi damit über Relais aufs A-Case drauf kann. Also deswegen, wenn ich jetzt hier meinen Zündschlüssel rumdrehe, das startet jetzt erstmal ganz normal und ja, dann fährt das Ganze jetzt eben hoch. Also wie gesagt, das ist unabhängig von OMSI. Und dann sieht das Ganze eben jetzt aktuell so aus. Ich starte jetzt einfach mal den Motor. Also den Motor starte ich ja eigentlich hier über diesen Taster. Der ist zwar angeschlossen, das funktioniert aber noch nicht, weil aktuell der Gangwahltaster noch nicht angeschlossen ist. Den muss ich nämlich auch über Relais führen, weil das Problem ist, ich will das Ganze ja möglichst originalgetreu haben. Und in echt wird quasi abgefragt, wenn du den Bus starten willst, ist eben unter anderem eine Voraussetzung, dass dein Gangwahltaster auf N steht. Und somit muss ich das Ganze eben darüber abfragen. Bloß dann laufen hierüber 24 Volt, beziehungsweise kriege ich dann, wenn ich die anderen Tasten einlege, so circa 12 Volt Rückspannung. Deswegen muss ich die ganzen Sachen auch über Relais führen, dass ich dann quasi diese Originalfunktion umsetzen kann. Also deswegen, wie gesagt, ist der Taster noch nicht in Funktion. Außer eben, ich würde jetzt hinten in meiner Rückwand den Eingang, sage ich mal, überbrücken, dann könnte ich natürlich den Bus jetzt auch über den Taster starten, aber das wird später auf jeden Fall auch mal möglich sein. Ich starte den Bus jetzt einmal und dann seht ihr schon, kommt jetzt auch schon hier die erste Fehlermeldung und zwar Vorratsdruck zu gering, Kreis 1. Das zeigt er mir jetzt auch hier im Spiel an. Hier zeigt er zwar nur Vorratsdruck zu gering an, weil ich jetzt die Variante habe, wo es eben ja nur dieses eine gibt. Beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht, ob das bei MN überhaupt Kreis 1 anzeigt. Also ich weiß, Kreis 2 zeigt er hier an, das würde mir dann auch im Armaturenbrett anzeigen. Aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also diese Vorratsdruckmeldungen funktionieren. Jetzt muss man halt eben einmal ein bisschen Gas geben, dass diese Meldungen dann wieder verschwinden. Und das ist halt jetzt auch so der Punkt. Das ist zum Beispiel eine Meldung, die kann ich nicht autark laufen lassen, sondern die muss ich halt wirklich über Relais weiterhin ansteuern lassen. So, jetzt seht ihr schon, jetzt ist hier bei mir im Spiel die Meldung weggegangen und hier auf dem Display ist die Meldung auch weggegangen. Das heißt, ich kann jetzt einmal meine Türen öffnen. Das funktioniert eben ganz normal wie gewohnt über die Türtaste. Dann seht ihr jetzt schon, Tür 1 ist geöffnet, Tür 2 ist geöffnet, das Ganze erscheint auch im Display und hier im Display erscheint das Ganze auch. Die Türen lassen sich natürlich auch ganz normal wieder schließen. Und ihr hört auch schon im Hintergrund, das klackt jetzt immer, wenn ich einen Taster drücke. Ich zeige es euch eben jetzt nochmal. Also ich weiß nicht, ob man das hört. Es ist halt wirklich so, an diesen ganzen Tastern liegen jetzt wie in echt halt auch 24 Volt an. Und ich kann mit 24 Volt nicht aufs A-Case gehen, weil da raucht mir das A-Case ab. Deswegen muss ich jetzt jeden Taster über ein Relais führen. Es ist zwar wirklich sehr aufwendig und es bedeutet natürlich auch einen entsprechenden Zusatzaufwand. Wenn man aber halt das Ganze wirklich mit einem Originalkabelstrang haben möchte, bleibt einem da einfach nichts anderes möglich. Deswegen, wie gesagt, muss ich das Ganze eben über Relais führen.
Ja, macht mir jetzt aber, sage ich mal, auch nichts aus. Wie gesagt, die Arbeit hat sich gewohnt. Ihr seht ja, es funktioniert auch ganz normal. Genau. Und es lässt sich eben jetzt so ohne Probleme ansteuern. Ja, jetzt wechsle ich einmal den Bus, weil ich habe nämlich jetzt hier in Omsi einmal einen 12-Meter-Bus, wie ihr seht. Und jetzt wechsle ich einmal kurz zum NG272. Und da ist es jetzt so, also der Motor ist jetzt aktuell auch aus. Ja gut, ich meine, das macht jetzt hier erstmal keine Auswirkung, aber bei dem NG272 habe ich ja drei Türen. Es ist ein Gelenkbus. Die Funktion kennt ihr vielleicht auch noch von meinem alten FAP. Also ich werde jetzt hier einmal die Haltestellenbremse einlegen. Beim NG272 muss ich hier immer da diesen Taster drücken. Das mache ich jetzt einfach hier rüber. Und dann seht ihr schon, kommt jetzt hier auch ganz normal mein Buspiktogramm. Habe ich jetzt aber immer noch einen 12-Meter-Bus, das ist natürlich ein bisschen blöd. Jetzt kann es ja sein, dass ich zum Beispiel in Omsi auch mal einen 15-Meter-Bus fahre. Oder zum Beispiel, sagen wir mal, einen 12-Meter-Bus mit drei Türen. Dann will ich ja logischerweise auch hier meine dritte Tür haben. Deswegen mache ich jetzt einfach mal in dem Gelenkbus die dritte Tür auf. Und dann seht ihr schon, erscheint jetzt hier in meinem Display tatsächlich auch ein 12-Meter-Bus als Dreitürer. Jetzt seht ihr auch hier, die Tür blinkt. Das liegt daran, weil die Türfreigabe aktiviert ist. Das kommt aber nicht von Omsi, sondern diese Funktion ist wirklich vollständig autark. Das heißt also, auch wenn ich jetzt im Stand bin oder halt mein Omsi ist zum Beispiel aus und ich lege die Türfreigabe ein und ich habe einen Gelenkbus aktiviert oder eben den 12-Meter-Bus Dreitürer, dann fängt diese dritte Tür das Blinken an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich sage, ich habe einen Gelenkbus, den ich fahren will, das ist dann wie gewohnt auch schon im alten Fahrerarbeitsplatz, dann habe ich hier einmal diese Taste. Und wenn ich diese Taste jetzt einmal drücke, dann seht ihr schon, wird aus dem 12-Meter-Bus tatsächlich auch ein 18-Meter-Bus und da blinkt die Tür eben auch wie gewohnt. Und wenn ich jetzt hier die Tür auch ganz normal wieder öffne, dann dauert es eben kurz und dann erscheint auch hier die geöffnete Tür. Jetzt noch mal einmal kurz so zum Zeigen, also wenn ich jetzt hier die Haltestellenbremse wieder rausnehme, dann hört das Ganze auch das Blinken auf. Also ist tatsächlich so umgesetzt, wie es eben in echt auch sein soll. Was jetzt auch noch so eine kleine Besonderheit ist, ist jetzt hier zum Beispiel dieses Heizungspanel. Ich habe zwar aktuell noch keine Lüftung angeschlossen, die kommt aber wieder hin. Das wird allerdings eher ja, ein Akt, was ich als letztes mache. Wenn ich jetzt aber hier Stufe 1 auswähle, dann klackt's. Und bei Stufe 2, 3 passiert nichts. Und das liegt jetzt eben daran, weil aktuell der Motor auch nicht gestartet ist. Wenn ich jetzt einmal den Motor starte, wie gesagt, ihr hört es jetzt nicht, weil ich habe einen Lautsprecher ausgemacht, dass ihr mich ein bisschen besser versteht. Aber ihr seht es ja hier auch in die Leuchtmelder. Der Motor läuft jetzt. Und ich jetzt hier mein Heizungsbedienteil quasi mal drehe. Dann hört ihr schon. Oder ich hoffe zumindest, dass ihr es hört, dass das Ganze jetzt lüftungstechnisch jede Stufe durchschaltet. Das heißt, es ist auch wieder wie im echten Bus. Wenn der Motor aus ist, dann lässt sich tatsächlich nur Stufe 1 aktivieren. Und wenn der Motor läuft, dann aktiviert sich Stufe 2 bzw. Stufe 3. Dasselbe ist auch, wenn jetzt die Lüftung auf Stufe 3 steht und ich schalte den Motor ab. Dann ist es auch so, dass die Lüftung von Stufe 3 automatisch auf Stufe 1 reduziert wird. Also ist wie gesagt eben wie im echten Bus quasi auch der Fall. Was auch funktioniert, ist jetzt, wenn ich zum Beispiel den Lichtdrehschalter einmal drehe, dann habe ich jetzt hier einmal Standlicht. Dann seht ihr jetzt auch hier, jetzt ist mein Zündnagel auch auf Standlicht gegangen. Sieht man jetzt auch von außen. Das heißt, lichttechnisch funktioniert das Ganze quasi auch. Ja, Lenkrad funktioniert auch, wie ihr seht. Das ist ja alles, ja, sage ich mal, altbekannt oder ihr wisst ja quasi, wie das funktioniert. Jetzt habe ich auch gerade mal das richtige Licht aktiviert. Jetzt seht ihr auch hier, jetzt ist der Zündnagel auch in die richtige Position. Also der Lichtdrehschalter ist jetzt quasi auch voll funktionsfähig mit Omsi. Innenraumbeleuchtung ist jetzt genau dasselbe. Dazu wechsle ich einmal kurz die Ansicht. Schaut jetzt so aus. Ich kann jetzt hier einmal mit dem Taster ja, mein Licht aktivieren, wobei jetzt hier das Licht vom Vorderwagen angeht. Weil ich quasi da die falschen, ja, ich sag mal, Innenraumbeleuchtungen oder die falschen Zahlen zugewiesen habe. Aber Kassenbeleuchtung zum Beispiel, die müsste jetzt eigentlich ohne Probleme funktionieren. Also das ist ja einmal die Nummer 6 und wenn ich die drücke, dann seht ihr schon, geht auch das Licht an bzw. aus. Gut, das war jetzt einmal zu schnell. Ja, genau. Wie gesagt, also das ganze Zeug funktioniert eben auch. Was jetzt auch funktioniert, ist der Blinker. Allerdings ist der Blinker noch nicht mit Omsi verbunden. Aber so an sich würde der jetzt eben auch funktionieren. Ihr seht, es blinkt jetzt auch. Auch wenn ich die Schulfahrschaltung einlege. Wie gesagt, das ist alles aktuell noch nicht mit Omsi verbunden. Ihr seht auch, es leuchtet hier keine Blinkerkontrolllampe. Aber hier im FAP blinkt es. Und wenn ich jetzt hier Blinker links setze zum Beispiel, dann geht das Ganze auch wieder aus.
Genau, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal kurz eine Runde. Wie gesagt, Gangwahltaste ist noch nicht angeschlossen, deswegen löse ich das alles jetzt über meine Tastatur. Ihr habt aber auch gesehen, wo ich jetzt die Feststellbremse gelöst habe. Jetzt ist hier auch der Indikator verschwunden, dass die Feststellbremse ausgelöst ist oder halt eben nicht mehr eingelegt ist. Das heißt, das funktioniert auch. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal los, dass ihr quasi auch mal seht, dass der Tacho funktioniert. Und jetzt gleich kommt eine Besonderheit. Und zwar leuchtet er hier bei mir aktuell die Checklampe auf, beziehungsweise stoppt, der Tacho kann gerade gar nicht funktionieren, weil ich den Tacho nämlich hinten sicherungstechnisch rausgenommen habe. Da müssen wir jetzt einmal kurz nach hinten zur Hauptschalttafel gehen und müssen einmal die Sicherung vom Tachografen wieder reindrücken. Und zwar ist der Tachograf unter der Nummer 26 abgesichert. Das weiß ich jetzt auswendig, aber wenn ich es nicht weiß, kann ich jetzt auch hier nachlesen. Und zwar Fahrtenschreiber Nummer 26. Wenn ich jetzt hier einmal die 26 wieder reindrücke, dann habt ihr es vielleicht auch schon gesehen oder gehört, der Tacho ist jetzt ausgeschlagen. Und wenn ich jetzt die Feststellbremse wieder löse und losfahre, dann seht ihr schon, dann geht der Tacho jetzt auch tatsächlich wieder mit. Jetzt kam gerade eine Fehlermeldung und das hängt hier mit dieser Checklampe zusammen. Und zwar ist diese Checklampe mehr oder weniger ein Ersatz für die ABS- bzw. ASR-Kontrolllampe. Und wenn ich jetzt hier durchschalte, dann seht ihr schon, dann kommt Ausfall ABS- bzw. ASR. Das hängt jetzt mit der Sensorik zusammen, beziehungsweise mit dem ABS-Steuergerät. Ich kann das ABS-Steuergerät zwar anschließen, aber das habe ich im Wagen 43 tatsächlich auch ein paar Mal, dass wenn du fährst, also wie gesagt, es ist normal, dass wenn man den Bus startet, dass diese Lampe hier leuchtet, dass wenn man dann eben fährt, dass die Lampe nicht erlischt. Normalerweise sollte die bei ca. 10 km/h erlischen, manchmal tut es die aber nicht und dann kommt eben hier die Meldung Ausfall ABS ASR. Ich habe dann auch mit einem Mechanikerkollegen gesprochen, der meint, das liegt höchstwahrscheinlich an die ABS-Sensoren oder ich komme gerade nicht auf den Namen drauf, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass die quasi ja einen weg haben, plus die habe ich ja hier in meinem FAP jetzt nicht verbaut. Das heißt, da muss ich mal gucken, wie ich das am besten löse. Ich denke, irgendeine Möglichkeit werde ich finden, dass diese Fehlermeldung dann auch verschwindet, so wie es in echt quasi auch der Fall sein soll. Aber jetzt aktuell ist halt wirklich so, wenn ich jetzt hier quasi fahre, ihr seht schon bei ca. 10 km/h, dann kommt quasi automatisch hier diese Fehlermeldung und wenn ich dann hier weiter drücke, dann kommt es halt eben wieder. Ja, aber wie gesagt, auch dafür gibt es eine Lösung, aber ihr seht schon, der Tacho funktioniert ganz normal, so wie er soll. Entspricht doch ungefähr der Geschwindigkeit, die man hier in OMSI hat. Und ja, ist soweit funktionsfähig. Fernlicht funktioniert natürlich auch. Wenn ich jetzt hier einmal drücke, dann seht ihr schon, ist jetzt hier die Lampe in OMSI an. Und hier auf meinem VDV auch. Wenn ich sie ausmache, ist sie quasi auch wieder aus, wobei sie jetzt gerade irgendwie nicht ausgegangen ist. Lichthupe funktioniert natürlich auch mit OMSI. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal Fernlicht oder halt Lichthupe gebe, warum bleibt das? Also, weil irgendwie jetzt ist gerade das Licht aktiviert, das sollte eigentlich nicht so. Jetzt. Also, ihr habt gerade gesehen, das ist alles ist auch noch ein bisschen verbuggt. Es funktioniert. Größtenteils sage ich mal, aber so ein paar Probleme habe ich halt immer noch drin, aber ist ja auch wurscht, es ist ja immer noch alles in der Aufbauphase. Also wie gesagt, die ersten Sachen sind funktionsfähig. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt auch gefallen und ich hoffe einfach, ihr ja, seht quasi, dass es vorangeht. Ich zeige euch jetzt trotzdem nochmal ganz kurz die Hauptschalttafel, dass ihr da auch nochmal jetzt einen genauen Blick reinwerfen könnt, wie das Ganze jetzt eigentlich aussieht. So, jetzt kam gerade die Meldung, dass mein Speicherplatz voll ist, deswegen muss ich das Ganze jetzt schneiden. Also ihr seht schon, das ist jetzt quasi die Fahrerrückwand. Das Ganze ist natürlich teilweise noch provisorisch. Also hier die ganzen Kabel, die jetzt da so quer durchgehen, kommen natürlich alle noch weg und genauso werden auch hier die Kabelstränge noch ordentlicher gemacht. Das Ganze ist halt wirklich nur provisorisch jetzt mal mit Kabelbindern zusammen gemacht, um auch zu testen, ob das halt so funktioniert. Aber so sieht das Ganze eben quasi aus. Also wie gesagt, hier sind die beiden Umsetzer. Das wäre jetzt zum Beispiel die Kaltstartelektronik. Das ist was für ein Scheibenwischer. Hier haben wir den Blinkgeber. Da unten haben wir nochmal eine Sicherung für die Kaltstartelektronik. Und hier links eben ganz wichtig die einzelnen Sicherungsautomaten. Genau so sieht das Ganze eben aus. Und hier über diese ganzen Stecker, da kommen auch noch ein paar hinzu. Darüber werden quasi meine Ein- bzw. Ausgänge an die Umsetzer geschalten. Also quasi ohne diese ganzen Stecker ist das Ganze mit OMSI schlichtweg ja, nicht nutzbar. Ja, aber so viel auch dazu. Mehr will ich euch eigentlich jetzt auch gar nicht zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr gerne ein Like bzw. Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus und Tschüss.